Ja, so, ich fange mal an, ne? Ja, mach mal los. Bin mal echt gespannt, ob ich uns das machen. Ja, ich bin auch mal gespannt. Mit der Hummel hinten rauskommen. Schönen guten Tag, wie kann man Ihnen helfen? Hiroshima-san! Hachime-Mastan! Hier kommt ein schwarzer Mann! Mit der hobenen Händen rauskommen. Wieso, da tennen wir arbeiten hier. Hallo. Sie können doch reinkommen. Oh, kommst du doch rein? Ja. Ich war hier gerade am Sortieren. Ja, und ich mach die Kasse. Soll ich Ihnen die Tür aufhalten? Was ist denn hier los? Kommst du doch rein? Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Wollen Sie reinkommen eben? Ach, was war? Wir sind hier gerade, ich habe hier gerade, das hat Ihr Kollege aber auch gerade gesehen, ich habe hier hinten hier den Kaffee eben sortiert. Ja. Ja, wir sind hier am Arbeiten. Was wie kann man Ihnen helfen? So also, ja. Der meint alles zu bestimmen. Also, ja, möchten Sie vielleicht einen Donut? Die gibt es heute reduziert. Nein, ich möchte keinen Donut. Warum das denn nicht? Weiter. So, okay. Also, wir haben die Meldung bekommen, dass hier der Laden ausgeraubt wird. Da scheint der Besitzer hier gerade wohl nicht so toll zu finden. Wie kann das sein? Ich bin der Besitzer. Genau, das ist der Chef hier. Und das ist mein Praktikant. Haben genau. Sie ein Dokument, dass Sie der Besitzer des Ladens sind, der Herr? Ja, natürlich. Moment. Also wenn Sie wollen, können Sie auch hier bestimmt... Also ich will jetzt nicht über meinen Chef sprechen, aber bestimmt können Sie, glaube ich, mal mit nach hinten auch gehen. Also. Ah, hier, ja. Sehen Sie, da steht mein Name drauf. Helmut Waren Müller. Sie ja... Ganz genau. Ich leite den Laden schon seit Jahrzehnten. Ja, das sagt man sich hier so im Dorf, ne? Ja. Ich wohne auch gleich nebenan, gleich da vorne. Man muss da durch so einen Tunnel fahren. Oh Mensch, das ist ja direkt um die Ecke. Ja. Manchmal auch nicht ganz so gut, wenn man direkt so nah an der Arbeit wohnt, ne? Ist man immer. Na wieso? Da habe ich nie weit. Ja, also. Was haben Sie denn gerade gemacht? Weil also es wurde auf jeden Fall irgendwie der Alarmknopf, dieser stille Alarmknopf. Ja, mein herzallerliebster Praktikant hat hier sortiert, den habe ich die Aufgabe gegeben. Ich stand an der Kasse, habe das Geld gezählt und bin vielleicht höchstwahrscheinlich auf einen stillen Alarm gekommen. Das könnte sein. Aber ich habe die Brille nicht mehr. Also ja, ich habe die Brille nicht auf. Ja, weil wie gesagt, wir haben direkt Meldung gekriegt, hier wird der Laden ausgeraubt. Nee, alles gut, alles darum gut. Warum sind wir gerade auch so schnell wie möglich angefahren, alle mit? Der Kollege war da ein bisschen forsch. Ich kann Ihnen, wenn Sie wollen, kann ich Ihnen einen schönen, leckeren Kaffee anbieten. Ich trinke leider nichts mit Koffein, dann bin ich mal so schnell. Dann eben entkoffiniert. Zur Not haben wir auch noch so ein bisschen Tabasco da am Regal. Das brennt immer zweimal. Ja. Einmal oben, einmal unten. Warte, wir nehmen einfach Chips mit Tabasco-Soße dann mit... Oder wenn Sie wollen, wir haben hier auch gebackene Bohnen. Ah, nee. Oder ein bisschen Mais. Dann mache ich die selber. Sie auch zweimal. Also, wie gesagt, es ist ja relativ offensichtlich, dass hier niemand bedroht wird. Oder nö. Hier, nö. Also, gut, demnach würde ich sagen, am besten vielleicht nochmal mit dem Kassierer vorne quatschen. Ich weiß nicht, vielleicht ist der ja neu. Vielleicht nicht ganz auf dem Schirm hatte, vielleicht hatte er sich auch einmal... Der ist nicht so gesprächig, das Arschloch. Den werde ich auch höchstwahrscheinlich bald feuern. Ja, genau, du hast richtig gehört. Du wirst bald gefeuert, du Arschloch. Aber dann, er muss aber auch denken, dass er Familie hat und alles. Der redet ja nicht, das wissen wir ja gar nicht. Der steht einfach den ganzen Tag stumpf an der Kasse. Ja. Ja, aber solange er keine Leute betrügt und das sind die besten Arbeiter. Ja, betrügt und betrügt. Ich glaube, der hat mich auch schon mal bestohlen, das Arschloch. Der steckt sich immer mal was ein. Dann würde ich ihn aber wirklich kündigen, wenn das sowas macht. Ja, das mach ich auch. Na gut, das sollten sie dann auf jeden Fall unter sich ausmachen. Na gut, dann wollen wir sie gar nicht weiter stören. Ja, kein Problem. Wenn irgendwas sein sollte, sie vielleicht doch noch hier überrascht werden oder sonst was, drücken sie nochmal den Knopf, dann kommen wir nochmal her. Dann machen wir das, genau. Wir würden kurz nochmal hinten reingucken, wenn das für sie in Ordnung ist, ob da alles... Der Kollege ist aber eben auch durchgelaufen. Also, da habe ich nicht gesehen. Der Kollege ist einfach so in den hinteren Raum gegangen. Warum das denn? Kann der mich nicht fragen oder was? Ja, der ist ein bisschen forsch. Wir haben hier irgendwie Meldung gekriegt, Ladenraub und... Ja, aber da kann man mich doch fragen, ob er dahinter gehen darf. Es gibt ein paar übermotivierte Mitarbeiter der Polizei, deswegen stand der andere auch direkt vor der Tür und sagte, hier, Hände hoch und. Ja, dann gehe ich auch demnächst mal ins Polizeirevier und gehe einfach mal in jeden Raum, ungefragt. Nein, danke, das würde ich nicht empfehlen, der Herr. Ja, sehen Sie, was ich aber meine.
können. Ich werde mich gleich mit dem Kollegen einmal auseinandersetzen, werde ihm das so sagen. Ja. Und beim nächsten Mal wissen wir ja, wer hier der Ansprechpartner ist. Und wenn wir ist das der Kollege hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß es gar nicht. Sind Sie eben da mal durchgegangen, Kollege? Ja. Was soll denn das? Ich hätte mich das mal fragen können. Und Sie müssen auch bedenken, dass, wie der Kollege schon gesagt hat, dass hier der stille Alarm ausgelöst worden ist. Ja, aber ja, und Sie können sich natürlich doch, auch alleine in Ihrem Interesse. Sie wissen doch jetzt schon, dass ich doch dankbarer so zeigen, dass wir uns um Ihren Dankbar, Laden noch natürlich ja. kümmern, oder? Ja, ja, okay. Dann sage ich mal dankbar, danke. Und bis zum nächsten Mal. Dann einen schönen Abend wünsche ich noch. Ja, danke. Möchten Sie noch einen Donut oder nicht? Ja, wir holen. Gut, ja, dann. Soll ich jetzt noch die Frosties hier eben noch ein bisschen sortieren? Ja, bitte. Und wir bringen uns mal noch einen Donut. Und wenn man ist, wie gesagt, ne, bei Rückfragen finde ich nochmal. Ja, Sie wollten doch gerade noch einen Donut, oder nicht? Der Herr Falcon, der wollte noch einen Donut. Ja, gerne. Gut, dann mach das bitte $5. Ich meine 5 Euro, ach gut. Ja, alles gut. Ja, aber den ganzen Währungen kann man da schnell mal durcheinander kommen. Ja, liegt auf dem Boden. Ach so. Ich hab noch Ihren Donut hier. Ich soll ja jetzt auch nicht bezahlen und ohne nach Hause gehen. Ich danke. So sind wir ja nicht. Okay, super. Einen schönen Abend wünsche ich noch. Danke, und dann das wünsche ich auch. Eine Frage hätte ich noch. Ja, was steht? Falls irgendwelche Rückfragen sein sollten, wäre ganz lieb, wenn ich einmal Ihre Personalausweise sehen könnte. Na klar. Soll ich anfangen? Okay, ja. Ja. Bitteschön. Ah, ja, das stimmt. Ja. Da kennt man sie ohne Uniform kennt man sie in Spieler. Ist das so? Wo hab ich sie denn? Ach, der Hosentasche. Hier, bitteschön. Ja, Helmut Müller. Das ist mein Name, strapazier ihn nicht. Ja, das lass mal schön sacken. Ja, ganz genau. Eben eine Legende. Was? Wer sagt das? Warum das denn? So, gut. Dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Arbeitstag. Lassen Sie sich nicht stören. Ja. Und wenn irgendwas sein sollte, ihr wisst ja, wie wir uns erreichen können. Ne? Natürlich. Schönen Abend. Ja, schönen Abend noch. Tschüss.